Hallo meine lieben Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ja, ihr seid wieder mal beim wohl unzuverlässigsten YouTuber Österreichs, besonders im veganen Bereich. Es freut mich, dass ihr trotz meiner Unzuverlässigkeit noch immer hier seid. Und ja, worum soll es heute gehen? Und zwar möchte ich euch heute drei Dinge, die mich am Vegansein nerven, vorstellen. Der erste Punkt, der mir persönlich richtig auf die Nerven geht, ist folgender. Und zwar gehe ich gerne in ein Restaurant und es nervt einfach tierisch, jedes Mal zu fragen, hey, was könnt ihr vegan kochen? Was könnt ihr mir anbieten? Das ist wirklich eine Sache, wo ich sage, ich habe die Schnauze voll. Das kann doch nicht so schwer sein, ein veganes Gericht auf die Karte zu schreiben. Und ich verstehe nicht, wieso das nicht gemacht wird. Ja, der zweite Punkt ist folgender. Und zwar ist es, wenn ich irgendwo hingehe, neue Leute kennenlerne und ich sage, hey, ich bin vegan, kommt immer folgende Aussage. Kannst du nicht normal essen, das ist doch voll komisch. Und da denke ich mir, hey, ich akzeptiere es doch, dass ihr Fleisch esst. Wieso könnt ihr nicht akzeptieren, dass ich vegan bin? Ich meine, das kann doch nicht so schwierig sein. Wer von euch da draußen kennt das noch? Ich meine, was ist das Problem? Ich lasse dich dein Fleisch fressen und ich esse halt einfach mein Gemüse. Mein Gott, jeder ist happy. Du hast dein Essen, ich habe mein Essen. Und da ist halt auch immer der Punkt, ja, Veganer wollen bekehren. Ich habe bei Weitem nicht so vielen Leuten gesagt, hey, werdet vegan, als Leute, was mir gesagt haben, hey, ist normal. Und da denke ich mir halt, hey, Leute, denkt mal ein bisschen um. Lasst mich doch vegan sein und fresst euer Fleisch. Der dritte und letzte Punkt ist die Aussage, hey, kannst du nicht mal eine Ausnahme machen? Nein, kann ich nicht. Ich habe mich bewusst dazu entschieden, vegan zu leben und möchte auch so leben. Da braucht es keine Ausnahme, da braucht es keine besonderen Tage, whatever. Es braucht nichts. Ich lebe einfach vegan und bin glücklich damit und möchte auch so leben. Also bitte akzeptiert es. Das waren jetzt übrigens die drei Dinge, die mich am Vegansein nerven. Wenn euch das Ganze gefallen hat, lasst mir einen Daumen nach oben hier, aktiviert die Glocke, abonniert mich. Hiermit bin ich raus. Ciao.